Moin Whisky-Fans, ich bin Leon von den Malt Mariners und heute geht's um das Thema Bourbon. Bourbon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr meinem kleinen Monolog zuhören wollt zum Thema Bourbon. Wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, bin ich mittlerweile auch zu einem großen Bourbon-Fan geworden. Angefangen habe ich mit Single Malt Whisky, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass es auch in Amerika einen ganzen Haufen leckere Whiskys zu trinken gibt, natürlich wie auf der ganzen Welt. Und heute möchte ich einmal ganz konkret über das Thema Bourbon sprechen, ein bisschen erklären, worum es sich handelt und natürlich auch ein paar Empfehlungen aussprechen. Was ist Bourbon eigentlich? Bourbon ist eine Whisky-Sorte, die speziell nur in den USA hergestellt werden darf. Seit 1964 ist Bourbon festgesetzt als Distinctive Product of the United States. Also distinctive, unverwechselbar, charakteristisch und auch abgrenzend und unterscheidend. Ein Whisky, der sich Bourbon nennen möchte, muss also gewisse Voraussetzungen erfüllen. Eine davon ist, er muss in den USA hergestellt worden sein. Die zweite Voraussetzung ist, er muss mindestens 51% Mais enthalten. Wenn ihr jetzt wie ich aus dem Single Malt Scotch Whisky Bereich kommt, ist es vielleicht für euch ungewöhnlich, dass ein Whisky verschiedene Getreidesorten beinhalten kann. In Amerika bezeichnet man das Ganze als Mashbill. Die Mashbill ist die Getreidezusammensetzung der verschiedenen Whiskys und in diesem Fall der verschiedenen Bourbons. Auf die verschiedenen Mashbills kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das Destillationsverfahren von Bourbon ist nicht gesetzlich geregelt. Die meisten Bourbons werden aber auf Column Stills oder Patent Stills hergestellt, also auf kontinuierlichen Destillationssäulen. Es gibt aber auch Bourbons, die auf klassischen Pot Stills hergestellt werden, ähnlich wie der Single Malt in Schottland. Diese sind aber eher die Ausnahme. Bourbon muss außerdem in frischen, ausgebrannten Eichenfässern reifen. Klassischer Bourbon hat allerdings keine Mindestreifezeit. Zum Thema Reifezeit ist es wichtig, dass wir uns auch mit dem Wort Straight beschäftigen. Ein Straight Bourbon beispielsweise muss nämlich mindestens 2 Jahre gereift sein und wenn er weniger als 4 Jahre gereift ist, muss das auf dem Etikett vermerkt sein. Das heißt, jeder Straight Bourbon, den ihr in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern kaufen könnt, ist also auf jeden Fall 4 Jahre oder älter. Außer natürlich, es ist auf dem Etikett speziell angegeben. Denn in Europa darf ein Produkt nur als Whisky verkauft werden, wenn es mindestens 3 Jahre alt ist. Folglich verkaufen die allermeisten Bourbon-Produzenten ihre Whiskys in Europa bei 4 Jahren oder mehr. Eine weitere Eigenschaft von Straight Bourbon ist, dass er nicht gefärbt werden darf und er darf auch keine anderen aromatischen Zusätze enthalten. Damit hat Straight Bourbon sogar einen kleinen Vorteil dem gegenüber dem Single Malt aus Schottland, der mit Zuckerkulör gefärbt werden darf. Ein Straight Bourbon ist also immer ein natürliches Produkt und die Farbe stammt nur aus dem Holz. Wie die meisten Whiskys der Welt darf ein Straight Bourbon auch nur mit mindestens 40 Volumenprozenten abgefüllt werden. In Amerika wird dabei bei Whisky immer noch gerne die alte Alkoholeinheit Proof verwendet. Die amerikanischen Proof sind für uns relativ leicht nachzuvollziehen. 100 Proof, also 100 Proof, sind 50 Volumenprozente. Kommen wir nun zurück zum Thema Mashbill, denn die meisten Bourbons haben unterschiedliche Getreidezusammensetzungen und unterscheiden sich dadurch auch ein bisschen in ihrem Charakter. Wenn ihr mehr zum Thema amerikanischen Whiskys und Bourbon lernen wollt, empfehle ich euch ganz, ganz dringend dieses wunderschöne Buch. Hier stehen sehr viele spannende Sachen drin und ja, man kann wirklich viel zum Thema Bourbon lernen. Die Einteilung wird hier gemacht in klassischer Bourbon, High Rye Bourbon, Wheated Bourbon und Exoten. Und diese Einteilung finde ich tatsächlich sehr praktisch. Damit ihr eine Übersicht habt über die großen und bekannten Bourbon-Marken, blende ich euch hier ein paar verschiedene Mashbills ein, damit ihr mal seht, welche Bourbon-Marken so ungefähr mit welchen Mashbills arbeiten. Ich habe ja schon erwähnt, dass Bourbon mindestens 51% Mais enthalten muss. Welche anderen Getreidesorten kommen jetzt noch rein? Beim klassischen Bourbon ist der Maisanteil in der Regel relativ hoch. Die anderen Getreidesorten spielen eher eine untergeordnete Rolle. Hier kommt zum Beispiel Roggen und gemälzte Gerste zum Einsatz. Bei den sogenannten High Rye Bourbons ist der Roggenanteil etwas höher. Die Abgrenzung, wann hier genau von einem High Rye und einem Nicht-High Rye oder einem Low Rye oder einem klassischen Bourbon gesprochen wird, ist so ein bisschen Definitionssache der einzelnen Brennereien. Für mich hat sich so ungefähr ein Anteil von etwa 12% oder mehr herauskristallisiert. Ab diesem Zeitpunkt spreche ich persönlich von einem High Rye Bourbon, aber das ist wie gesagt keine klare Definition. Bei klassischen Bourbon erwarten euch oft Aromen von Vanille, Honig und feinen Gewürzen. Die High Rye Bourbons hingegen sind meistens etwas würziger und vollmundiger. Der Roggen bringt hier auch eine gewisse Süße, aber auch viele Gewürze mit rein. Also zum Beispiel Aromen wie Nelken oder Zimt findet ihr ziemlich oft in High Rye Bourbons. Die dritte Kategorie ist der Wheated Bourbon. Hier kommt neben dem Mais
auch noch ein großer Anteil Weizen mit ins Spiel. Weizen macht die Wheated Bourbons in der Regel etwas süßer und leichter. Besonders in der Abgrenzung zu den High Rye Bourbons kann man den Unterschied sehr deutlich schmecken. Wheated Bourbons eher süß und leicht, High Rye Bourbons eher würzig und vollmundig. So könnte man es ganz grob verallgemeinern. Kommen wir also nun zu den Bourbon-Empfehlungen. An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an meine Kollegen Rolf und Kai von Bourbon Diaries und an Konstantin von Whisky Enjoy. Wer also mehr über amerikanische Whiskys und Bourbon erfahren möchte und wer sich Reviews angucken möchte, schaut doch gerne mal bei den beiden Kanälen rein, denn die beschäftigen sich fast ausschließlich mit diesen Whisky-Sorten. Ich habe mich mit den drei Jungs ausgetauscht, damit ein paar mehr Ideen reinkommen und ich euch eine ganze Reihe interessanter Bourbons jetzt vorstellen kann. Im Bereich der klassischen Bourbons oder der Low-Rye Bourbons kann ich euch als Sipper auf jeden Fall den Eagle Red 10 Jahre empfehlen aus dem Hause Buffalo Trace. Preislich immer so zwischen 35 und 40 Euro angesiedelt, 10 Jahre Alter, absolut eine Empfehlung. Sehr lecker, sehr easy to drink. Video haben wir gemacht, könnt ihr euch in der Beschreibung angucken. Wer eine richtige High-End-Variante probieren möchte, auch aus dem Hause Buffalo Trace, der kann sich den Stag Junior angucken. Auf jeden Fall eine ziemliche Bank, auch finanziell nicht ganz ohne, aber in Sachen Bourbon hat der mich damals richtig abgeholt. Das war einer der ersten Bourbons, die mich damals als Single Malt Nerd überzeugt haben, dass es auch richtig gute Bourbons gibt. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, den High Rye Bourbons. Hier ist die Bandbreite unglaublich groß und es gibt sicherlich viele, viele Empfehlungen, die ich euch machen könnte, aber ich möchte euch ein paar speziell hier ans Herz legen. Eine meiner Lieblings-Whisky-Sorten, der Blantons, ist leider aktuell nicht mehr so gut verfügbar. Ich hoffe, dass sich das bald wieder ändern wird. Als Sipper kann ich euch den Four Roses Small Batch empfehlen. Die hochprozentigen Varianten vom High Rye Bourbon, da kommt ihr auf jeden Fall nicht vorbei am Wild Turkey 101, preis-leistungstechnisch eine absolute Granate, oder am Wild Turkey Rare Breed, ebenfalls richtig, richtig lecker. Haben wir auch ein Video zu gemacht, verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Genauso wie zum Booker's aus dem Hause Jim Beam, ebenfalls eine absolute Granate, richtig, richtig viel Volumenprozent im Glas, aber auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr mal ein richtiges Brett in Sachen High Rye probieren wollt. Bei den Wheated Bourbons, also den Bourbons mit Weizenanteil, kommt ihr an Maker's Mark eigentlich nicht vorbei. Klassische Flasche mit dem roten Wachssiegel seht ihr auch hier im Hintergrund. Der klassische Maker's Mark ist sehr günstig. Wenn ihr preis-leistungstechnisch ein bisschen mehr haben wollt, würde ich euch den Maker's Mark 46 empfehlen. Auch mit dem Larceny Bourbon könnt ihr im Bereich der Wheated Bourbons nicht viel verkehrt machen. Wenn ihr ein bisschen mehr Proof draufpacken wollt, also ein bisschen höher in den Volumenprozenten, schaut euch doch mal den Maker's Mark 101 an. Nun kommen wir noch zu ein paar generellen Empfehlungen, beziehungsweise zu den Exoten. Ich persönlich bin ein großer Fan bei amerikanischen Whiskys von den Brennereien Koval aus Chicago und von Balcones aus Texas. Die stellen nicht nur Bourbon her, aber auch die Bourbons sind sehr interessant. Wer sich aber mal andere Whisky-Sorten angucken möchte, sollte sich die Brennereien auf jeden Fall anschauen. Der Koval Bourbon beispielsweise ist ein echter Exote, denn hier wird nicht nur 51% Mais verwendet, sondern die restlichen Getreidebestandteile sind Hirse. Also nicht Weizen oder Roggen, sondern Hirse und damit ein absoluter Exote. Der Kai von den Bourbon Diaries hat außerdem noch als Empfehlung den Kentucky XO mit 53,5 Volumenprozenten und den Old Forester 100 Proof. Eine weitere Empfehlung kam von Konstantin, die mir auch sehr gut gefällt, der Elijah Craig Barrel Proof. Auch ein richtig, richtig guter Bourbon, der sich außerdem auch wahnsinnig gut in einem Old Fashioned macht, hat Paddy neulich mal kreiert und ich habe den probiert und war hin und weg. Das war's von mir. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare eure Bourbon-Empfehlungen und gerne auch einen Zipper, einen High Proof oder die in die verschiedenen Mashbill-Bereiche rein, wenn ihr Lust habt oder einfach generell, welche Bourbons ihr gerne trinkt. Herzlichen Dank natürlich auch an Konstantin von Whisky Enjoy und an Rolf und Kai von Bourbon Diaries. Schaut gerne mal in den Kanälen vorbei, lasst ein Like da und ein Abo natürlich. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis später. Moin Whisky-Fans, ich bin Leon von den Mountain Mariners. Das ist scheiße. Oh, fuck ey, das ist echt. Sollte eigentlich so einfach sein. Reden, Worte.